Hey meine lieben Bücherwürmer, ja, ich mache heute ein ganz spezielles Video und zwar hat sich eine Abonnentin von mir gewünscht, das war unter anderem Sandra, aber ich glaube auch irgendjemand anders hatte das mal erwähnt, dass ich mal meine New Adult Bücher alle zeige. Ich bin ja seit letztes Jahr eingefleischte New Adult Fan, so dass ich jetzt gesagt habe, ich mache zwei Videos da draus, weil ich habe jetzt ungefähr hier 28 Bücher liegen und dann folgen nochmal 28, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und damit es nicht zu lang wird und ich auch zu jeder Reihe oder so immer ein bisschen was sagen kann, auch habe ich gesagt, mache ich jetzt zwei Teile draus. Ich habe versucht, das so ein bisschen zu mixen, gelesen, ungelesen, halb gelesen. Also ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Und ich fange, glaube ich, gleich einfach mal an. Ich fange jetzt erstmal kurz, sag mal kurz ein, zwei Sätze dazu, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Weil ich, wer mich schon länger kennt oder wer mich von Anfang an verfolgt, weiß, dass ich eigentlich früher immer Thriller gelesen habe. Und das ist jetzt die Frage, wie kommt man von Thriller auf New Adult? Ja, ich bin irgendwie vom Thriller komplett weg gerade. Also da habe ich überhaupt null Lust mehr drauf. Ich habe die auch aus meinem Bücherregal schon verbannt. Also die kommen jetzt erstmal woanders hin. Ja, ich bin über Fantasy und so weiter jetzt zum New Adult gelandet. Das fing ja letztes Jahr an mit Shades of Grey. Und seitdem komme ich da nicht mehr von los. Und deswegen möchte ich euch das auch super gerne machen, dieses Video. Weil ich halt dieses Genre richtig genial finde. Also ich mag es richtig, richtig gerne. Und deswegen fange ich jetzt an und zeige euch den ersten Teil meiner New Adult Bücher. Und zwar, die Bücher dürftet ihr von mir schon kennen. Achso, New Adult ist auch immer sehr schwer zu definieren. Also es kann sein, ich packe das alles in eine Schiene. Dieses Young Adult, New Adult, Erotik von mir aus auch schon. Einige Bücher grenzen wirklich schon an Erotik. Und also ich mische das so ein bisschen zusammen. Also für mich ist es alles ein Genre. Ich möchte dann was lesen, wo Gefühle im Spiel sind, wo Leidenschaft im Spiel ist, eventuell auch ein bisschen Erotik im Spiel ist. Und deswegen, falls ihr euch jetzt nicht in die Kommentare schreiben, das ist aber gar kein New Adult, das ist schon Erotik oder das ist eher Young Adult. Und für mich ist das alles das Gleiche irgendwie. Natürlich gibt es Unterschiede und die erkenne ich auch, aber es ist für mich alles das Gleiche. Und ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Die kennt ihr auf jeden Fall schon von mir. Und zwar Kirschroter Sommer und Türkisgrüner Winter. Die finde ich ja überhammer mega mäßig geil. Da kann ich euch gerne auch das Video dazu einmal unten in die Infobox tun. Da habe ich nämlich einmal erzählt, was ich daran so geil finde und worum es da ungefähr geht. Das sind ja absolute Jahreshighlights von mir. Jetzt schon, und die kann ich euch also ans Herz legen. Ich fange dann einfach mal, mach mal hier weiter. Und zwar eine Reihe, wer mich kennt, der sollte eigentlich wissen, dass ich auch diese Reihe euch empfehlen werde. Und zwar geht es um diese Reihe von Anna Todd, After Passion, After Truth, After Love, After Forever und Before Us. Das ist das, was bis jetzt rausgekommen ist. Das ist auch die Geschichte komplett um Tessa und Hardin. Es kommen ja noch zwei weitere Bände dieses Jahr raus. Da geht es aber nicht mehr um Tessa und Hardin, sondern um Landon. Landon ist ja der beste Freund von Tessa und der Halbbruder von Hardin. Und diese Bücher, also wer mich schon länger verfolgt, der weiß das. Ich habe die verschlungen, zum Teil in einer Nacht durch. Also da habe ich dann abends angefangen und morgens um 8:30 aufgehört wieder. Das ist so eine Hassliebe irgendwie. Also bei vielen. Bei mir ist es eine reine Liebe. Ich liebe diese Bücher. Ich liebe Hardin und Tessa. Naja, aber ich liebe Hardin. Und das reicht, glaube ich. Viele Grüße an Diana von Madame Book. Den Kanal verlinke ich euch auch einmal. Ich weiß nämlich, dass sie auch absolute Hardin-Fan ist. Und ja. Aber ich habe von vielen gehört, dass sie das nicht so toll fanden, diese Reihe. Und es ist halt wirklich entweder man liebt es oder man hasst es. Und ich liebe es. Abgöttisch. Noch einmal im Ganzen. Sie sind jetzt verkehrt rum. So rum. Und ich finde auch, sie sehen so mega hübsch aus. Und ich glaube, die zwei folgenden Bände, die von Landon jetzt auch kommen, die sind mit Silber und goldener Schrift. Und das finde ich natürlich auch mega cool. Also die sehen sehr hübsch aus. Auch die Cover sehen hübsch aus. Ich zeige euch mal eins. Die kennt ihr aber wahrscheinlich alle schon. Super schlicht und dieser Farbtupfer da drin finde ich absolut genial. Wie mache ich das denn jetzt?
So, dann zeige ich euch einmal ein Buch, worüber ich noch gar nichts sagen kann. Dieses Buch habe ich nämlich ungefähr seit 2 Tagen oder so. Das habe ich nämlich in der Mängelexemplar-Box gesehen. Ich habe mich mega gefreut, weil diese Bücher habe ich bei Instagram gesehen, bei jemandem, ich weiß jetzt nicht genau bei wem. Und ich habe mir die dann mal genauer angeguckt und habe die mir sofort auf die Wunschliste geschrieben, weil die hören sich so mega cool an. Problem bei dem ist jetzt halt einfach nur, das ist der zweite Teil, was aber nicht schlimm ist, weil wenn ich wirklich schon Bücher so weit nach oben auf die Wunschliste setze und mich mega drauf freue, dann hole ich mir eben den ersten Teil jetzt noch und dann, ich habe einfach mal zugeschlagen. Und ich freue mich auf diese Reihe. Wenn ich den ersten Teil dann habe, werde ich die auch, glaube ich, ziemlich schnell lesen. Auch wenn ich jetzt noch relativ viele habe, die ich lesen muss. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da habe ich so Lust auf New Adult gehabt und habe nicht ein einziges Buch da gehabt. Oder eins und dann war vorbei. Und da habe ich gedacht, oh Gott, nee. Und jetzt habe ich wieder ein paar. Also ich habe das schon gemerkt, so ein paar habe ich jetzt wieder da, die ich lesen kann. Ja, jetzt wieder eine Dilogie, die ich schon gelesen habe. Und zwar von Samantha Young. Das ist der erste Teil, Into the Deep und dann Herzsplitter, Out of the Shallows. Herzgeflüster und Herzsplitter, so rum. Das ist nur andersrum. Der Text ist nur andersrum. Hier ist das Englische oben und hier ist das Deutsche oben. Ich habe von Samantha Young vorher noch gar nichts gelesen und viele haben gesagt, warum hast du diese Reihe denn als erstes ausgewählt? Das ist nicht Samantha Youngs Meisterwerk. Ich bin da überhaupt nicht voreingenommen. Also, wenn mir eine Reihe von einer Autorin nicht gefällt, dann ist es mir egal. Ich probiere die nächste Reihe dann trotzdem aus. Es sei denn, das sind wirklich jedes Mal wieder Bücher und die gefallen mir jedes Mal wieder nicht. Dann mache ich da auch irgendwann einen Schlussstrich. Aber eigentlich achte ich dann auf die Geschichte und nicht auf die Autorin an sich. Ich habe bis jetzt auch als eine einzige Autorin gefunden, wo ich kein Buch mehr anrühren würde, weil da bis jetzt mir nichts gefallen hat. Zu diesen Büchern, mir haben sie aber eigentlich relativ gut gefallen. Das waren jetzt keine 5-Sterne-Bücher, es waren durchschnittliche Bücher für zwischendurch. Perfekt für den Sommer, finde ich eigentlich. Und was mir am Anfang so gut daran gefallen hat, die sind nicht schwarz. Meistens sind nämlich New Adult Bücher schwarz oder dieses bunte, ne? Ein rotes, ein pinkes, ein grünes, was auch immer. Und die waren weiß und das fand ich mega cool. Und naja, die Geschichte an sich hat mir auch eigentlich ziemlich gut gefallen. Charlie, die Hauptprotagonistin, war auch mal ein bisschen authentischer als andere, die jetzt nur so ein kleines blondes Naivchen sind, was ich ja überhaupt nicht abkann eigentlich. Die kann ich, also wenn ihr was locker leichtes für zwischendurch haben wollt, dann kann ich euch die empfehlen. Das hat, glaube ich, echt ein bisschen geblendet, ne? Falsch rum. So. Ja, dann geht es weiter mit einer Dilogie. Ich weiß gar nicht, ob es da noch einen dritten Teil zu gibt. Ich weiß bis jetzt nur, dass es 2 Teile gibt. Den ersten habe ich davon auch schon gelesen, den zweiten noch nicht. Und zwar geht es um Love and Lies von Molly McAdams. Den ersten Teil habe ich gelesen und ich habe auch ein Video dazu gemacht, eine Rezension. Ja, habe ich auf, also habe ich auf jeden Fall. Ich habe gerade überlegt, ob ich von den anderen auch Rezensionen gemacht habe. Ich weiß das aber nicht. Egal, zu den Büchern, wo ich eine Rezension schon gemacht habe, das verlinke ich euch einmal unten in der Infobox. Und schaut auch gerne auf meinem Blog vorbei, weil da kommen mehr Rezensionen als hier auf YouTube. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich auf meinem Blog, aber habe ich auch hier auf YouTube von Before Us eine Rezension habe. Ich schweife die ganze Zeit ab. Den ersten Teil habe ich gelesen, den zweiten wie gesagt nicht. Und den ersten Teil, den fand ich auch richtig, richtig gut. Logan alias Cash ist ja ein absoluter Traummann. Also so einer wie für mich auch Hardin ist auch Cash hier schon wieder. So einen Mann wünscht sich jeder. Also auch wenn er manchmal Sachen gemacht hat, die ich nicht ganz so nachvollziehen kann. Aber da ist was anderes. Schaut gerne in der Rezension vorbei. Den zweiten Teil habe ich jetzt leider immer noch nicht gelesen, obwohl ich den unbedingt haben wollte. Ich werde das auch, denke ich mal, nächsten Monat in Angriff nehmen. Ich habe da neulich schon drüber nachgedacht, dass ich das nächsten Monat mal in Angriff nehmen werde. Und ja. Dann habe ich hier eine Reihe, die ist jetzt querbeet hier. Die ist voll durcheinander. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt habe ich sie verkehrt rum. Ich habe sie jetzt leider verkehrt rum, aber wenigstens in der richtigen Reihenfolge.
Und zwar von Jamie Maguire. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, das ist der erste und das ist dann der letzte. Beziehungsweise es kommt noch ein Teil raus, glaube ich. Beautiful Burn heißt der, glaube ich. Der kommt noch raus, aber Beautiful Sacrifice ist ja gerade erst rausgekommen. Ich zeige euch das gar nicht. Ich finde es sehr, sehr schade, dass der jetzt pink ist. Also hier haben wir grau, dann haben wir so ein leichtes Lila, ein Braun und nochmal ein Grau. Dieses Lila und Braun, das kann man noch verkraften, weil das trotzdem ähnlich aussieht. Aber auf einmal so ein Pink, das fand ich irgendwie nicht so toll. Ich weiß nicht warum. Wie ihr an den gelben Punkten erkennen könnt, habe ich die ersten drei Teile gelesen. Da geht es ja um Travis, heißt er, glaube ich. Genau, das sind ja die ersten drei Teile, wo es um Travis geht. Und dann weiß ich gar nicht. Hier geht es um Trenton und dann geht es, glaube ich, echt immer um, ja, Thomas und Taylor. Genau, die ersten drei Teile gingen ja wirklich um einen einzigen Bruder nur und dann die nachfolgenden Teile dann um jeweils anderen Bruder. Und Travis fand ich schon echt cool und ich glaube, die Maddox-Brüder sind alle ziemlich cool und ich freue mich deswegen auch auf die anderen Teile. Ich muss mich hier immer ein bisschen verrenken. Ja, dann zum vorletzten. Und zwar eine Reihe, von der ich vorher eigentlich noch nichts gehört habe. Ich habe sie nur dann als Mängelexemplare gefunden und fand sie sehr interessant und ich habe den ersten Teil jetzt davon auch schon gelesen. Und zwar geht es um Rachel van Dyken, Games of Love. Das ist ja der erste Teil, Bittersüße Sehnsucht. Der war auch echt dünn, den habe ich auch an einem Tag, glaube ich, weggelesen. Ich habe dann erst im Nachhinein so gesehen, dass es halt in jedem Teil um andere Protagonisten geht, aber es ist irgendwie trotzdem zusammenhängend ist. Also, hier ging es jetzt um Casey, war die Hauptprotagonistin. Dann ging es um Jake und Travis. Und hier geht es dann wieder um Jake und dann ein anderes Mädchen. Also, aber es gehört auf jeden Fall irgendwie zusammen und ich habe den ersten Teil gelesen. Und ich habe mich totgelacht. Ich saß im Bus und ich habe, glaube ich, so laut in einem Bus noch nie gelacht, außer bei Kirschroter Sommer. Und ich habe echt gelacht, weil diese Oma ist einfach nur göttlich. Hier ist eine Großmutter, die spielt eine sehr große Rolle in diesem Buch. Und die ist so genial. Die hat Sprüche drauf und die ist halt auch das Oberhaupt der ganzen Familie. Und mega empfehlenswert. Ich kann es echt empfehlen. Ich glaube, ich habe 4 Sterne gegeben, weil es kleine Lücken gab, aber es ist nicht so schlimm. Also es war jetzt, wenn du jetzt keine Mega-Literatur erwartest, nichts Hochaufwendiges, wo man seinen Kopf anstrengen muss für, dann ist dieses Buch absolut empfehlenswert. Ich verhaspel mich leicht die ganze Zeit. Ich freue mich auf den zweiten Teil, wenn die Oma da auch drin vorkommt. Und ich glaube es, weil hier steht es auch wieder hinten drauf, glaube ich. Ja, Großmutter gerade recht, denn ja, ja. Also hier wird die Großmutter auch sehr drin vorkommen, denke ich mal. Und ich freue mich tierisch darauf, weil die ist einfach nur absolut genial. Ja, kann ich also auch empfehlen. Ihr werdet merken, ich habe, wenn ich jetzt mal so grob überschlage, ich habe noch nicht ein einziges New Adult Buch gehabt, was ich nicht empfehlen kann. Glaube ich. Es gab welche, so wie Samantha Young, die beiden Bücher, die waren halt nicht ganz so berauschend, aber trotzdem so, dass ich sage, nö, die waren nicht schlecht, die kann man gut lesen. Ihr werdet das merken, ich habe nicht ein einziges Buch, New Adult Buch gehabt, was ich richtig schlecht fand. Also so richtig, richtig schlecht fand. Ich kann sie eigentlich alle empfehlen. Es hört sich immer so doof an, als ob ich immer nur, alles ist geil, alles ist gut und es ist aber, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe ein Händchen dafür. Ich habe zum Teil Bücher manchmal 3, 4 Jahre auf meinem Sub und dann sortiere ich sie aus, weil ich dann einfach den Riecher dafür habe und sage, nee, das wird mir nicht gefallen, da habe ich keine Lust drauf. Ich habe, Gott sei Dank, ich habe sonst in nichts Glück, aber in Büchern habe ich Glück. Jedes Mal. Ich habe echt so selten schlechte Bücher gehabt. Zur letzten Reihe kommen wir jetzt einmal und zwar geht es um Abby Glines. Das ist die Rosemary Beach-Reihe. Ich habe erst, in Anführungsstrichen, 7 Teile. Es gibt ja, glaube ich,
gefühlt 30, keine Ahnung, 24, 25, ich weiß es nicht, wie viele es mittlerweile sind. Das ist ja auch hier wieder so, dass jetzt zum Beispiel hier die ersten vier Teile, da geht es um Rush und Blair. Dann die nächsten beiden Teile, da geht es dann um Woods und Della. Und hier geht es dann um Harlow und ich habe keine Ahnung. Harlow und ich weiß es echt nicht. Um Harlow und irgendeinen Typen. Ich habe keine Ahnung gerade. Und hier ist es halt auch wieder so, es ist übergreifend, die Story ist, geht immer weiter, aber es geht immer um andere Hauptprotagonisten. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil dann kann es einem nicht so schnell langweilig werden, weil man immer andere Perspektiven kriegt. Und das ist halt auch keine überragende Buchreihe, aber mir gefällt sie dennoch recht gut. Ich glaube, die haben durchschnittlich so alle 3,5 bis 4 Sterne oder 4,5 sogar zum Teil gekriegt. Weil es mal wieder, ich habe einfach ganz oft das Bedürfnis, sonntags, morgens, ich habe keine Lust, irgendwas an Haushalt oder sonstiges zu machen. Ich möchte einfach nur liegen und faulenzen. Und dann schnappe ich mir so ein Buch, weil ich einfach weiß, das wird ein durchschnittliches Buch sein, wo ich mich einfach entspannen kann und dann gefällt es mir auch, wenn ich wirklich die Stimmung dafür habe, dann gefällt es mir halt auch einfach, weil ich halt genau das jetzt gerade brauche. Ich möchte nichts, wo ich jetzt mega groß drüber nachdenken muss. Und trotzdem gibt es hier Momente manchmal, wo man dann sogar heulen könnte oder lachen könnte oder was auch immer. Man hat trotzdem so ein bisschen Gefühlsregung in sich und ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr also mal wieder eins für zwischendurch, ein nettes Buch für zwischendurch sucht oder eine Reihe, dann kann ich die Abigail's Rosemary Beach Reihe auch empfehlen. So, das war der erste Teil meiner New Adult Bücher. Nicht wundern, ich werde gleich im Anschluss den zweiten Teil drehen. Der wird aber natürlich erst ein bisschen später kommen, aber ich sehe mal wieder immer gleich aus, weil ich ja immer vordrehe. Und ja, ich sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.